Hallo Leute, willkommen zum letzten Video von heute. Und zwar zu meinem kleinen Haul. Der ist wirklich sehr klein. Ich war beim Kickman Taco und beim DM. Ja, und da wollte ich euch kurz zeigen, was ich geshoppt habe. Fangen wir einfach beim Kick an. Da habe ich diese Jogginghose oder wie man das nennt, gekauft mit schwarz-weiß Muster. Die geht so. Und unten so Gummi. Und hier auch dehnbar. Ja, weil ich daheim habe ich nicht so Schlapperzeug. Und für daheim ist das super. Und dann habe ich noch eine Zebrahose gekauft. Das ist ein bisschen dünnerer Stoff. Ist ja ein bisschen dehnbar, aber nicht so. Die geht auch so. Ist auch unten. Ups. Unten so auf. Kann man jetzt schlecht sehen. Und hier habe ich mir auch für daheim zum Beispiel gekauft. Oder wenn ich mal schnell irgendwo hin muss. Ganz flott und flott. Dann zum letzten Teil vom Kick. Moment, bringt mir das an. Dann habe ich mir diese Bluse gekauft. Die ist so luftig und leicht zum Tragen mit Blümchen. Und dann vom Taco noch ein Kleid. Das war die voll schön. Muss ich mal schauen, wie es gehört. Ich glaube so. Oder? Ja, so gehört es. Hoppala. So sieht das aus. Ohne Träger. Unten ist es so zusammengenäht. Also so. Das ist eine Größe XL. Ja. So ein bisschen eng, aber so brüstemäßig ist es ein bisschen eng, weil ich so große habe. Aber fast. Aber wie viel hat denn das alles gekostet? Ich glaube, dieses Kleid von Taco hat 14,99 € gekostet und die anderen drei Sachen bis zu 10 Euro, ich glaube 9,99 €. Ja, dann kommen wir zu DM. Das habe ich für Schminke gekauft. Meine Nase. Sorry, wenn ich halt ein bisschen verpeilt bin, aber mit dem zu beschissen, lege ich mich danach auch gleich hin, wenn ich das gemacht habe. So, dann kommen wir zum Haul, also zum DM-Haul. Ja, peinlich. Da habe ich einmal von Essence und Blush gekauft. Silky Touch Blush. Das sieht so aus. Ich quatsche euch das kurz. Ist richtig rosa. Ja, das glaube ich über 3 Euro kostet. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe mir die Preise nicht aufgehoben. Was hört ihr das? Der raschelt. Komisch. Dann habe ich mir mal eine sehr zu Lippenstift gekauft. Der ist so braunmäßig. Braun, lila. Ich quatsche euch das auch schnell. Kamera ist ein bisschen schlecht, ne? Hat, glaube ich, 1,95 € gekostet. Und weiter von Essence habe ich noch einen roten gekauft. Quatsche ich euch auch. Die halten es nicht schlecht, ne? Und fällt mir gerade so auf. Zumindest auf der Hand. Der da. Der glitzert auch. Beide glitzern. Ja, dann habe ich schon P2 noch. Zwei gekauft. Und die Nummer. Zwei. Ach, genau, ich kann euch die Nummer sagen. Der braune, lila, ist 31. Der rote ist 64. Und der Blush 20. Baby Doll.
Ja, nun habe ich Form P2. Das ist echt cool gemacht, diese Form. 42. Das ist ein Lila, dunkles Lila. Scheiße, das sieht man gar nicht. Schaut aus wie braun. So, den quatsche ich euch. Boah, der ist echt geil. Ich liebe den. Habe ich auch schon ausprobiert. Der ist wirklich geil. Hier. Ist richtig dunkel. Schaut hier jetzt rötlich aus, aber ist lila. Ja, dann habe ich nochmal einen. 117. Der ist so. Der sieht so aus, Baby. Pink. Ach, der sieht hier rot aus. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Quatsch ich euch. Ich glaube, ich brauche die bessere Kamera. Hier, hier ist der. Ich glaube, ich brauche eine bessere Kamera. Da habe ich noch Frisets. Gorilla Gardening Lip Cream. Der ist peachy pink. Nummer. Gibt's keine? Okay. Ich sehe keine zumindest. Der riecht richtig nach Pudding, finde ich. Richtig geil. Ich liebe den Duft. Und der riecht wirklich nach Vanillepudding, finde ich. Vielleicht hat jemand von euch auch. Quatsch ich euch auch. Zwar ist es der da. Ups. Ah, das habe ich schon wieder reingelangt. Der da. So, das sind die verschiedenen Farben. Ja, dann habe ich noch von den Sales Eye Love Extreme Mascara. Und die habe ich schon ausprobiert, weil jeder sagt, die ist gut. Und ja, die ist wirklich nicht schlecht. Und ja, ich habe mir die einfach auch mal gekauft, weil jeder sagt, die ist so toll. Und ja, ich mir gedacht, muss ich mir auch mal kaufen. Da habe ich noch zwei Kosmetik-Sachen, was ich gesehen habe, für mich gekauft. Da habe ich einfach von Balea erfrischendes Body Spray. Mango. Kann ich ja mal gerne für euch spülen. Sieht gut. Sieht wirklich nach Mango. Es ist richtig erfrischend und das kann man bestimmt, wenn man unterwegs ist und einem richtig heiß ist, drauf sprühen. Das tut richtig gut. Aber im Moment ist es ja nicht wirklich heiß, ne? Und dann habe ich von Balea Young Douchy Sweet Wonderland gekauft. Daran habe ich in DM gerochen. Und ich habe gedacht, ich falle um. Endlich nochmal. Riecht wie Schokopudding. Hammermäßig. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber werde ich. Weil gerade benutze ich Pineapple Duschen, Dusche. Aber das werde ich danach ausprobieren. Und es riecht richtig, richtig geil. Und ich liebe Süßes. Und da könnt ihr wieder einhaken. Ja, das war mein kleiner Haul. Das war es schon wieder. War nichts Großes. Aber ich habe gedacht, ich mache trotzdem kleiner Haul. Weil mir das auch Spaß macht, so Hauls zu drehen. Und ich schaue auch gerne Hauls an. Das höre ich auf zu labern. Ich labere schon wieder zu viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Ich werde mich jetzt hinlegen. Nein, mir geht's so dreckig. Ich habe kaum Luft. Mir ist total schwindelig. Gegessen habe ich auch noch nichts. Ja. Also, Leute. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten Video. Da habe ich ja schon gesagt, da werde ich Leas Tagesablauf filmen. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.